Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Vlog, liebe Freunde. Heute ein ganz besonderer Vlog. Ich würde auch sagen, ich schnacke fucking nicht lange um den heißen Brei. Es geht nach Indonesien. Wir haben gestern unser Visum bekommen. Wir haben gestern noch einen schnellen PCR-Test gemacht, weil wir heute fliegen wollten. Wer ist wir? Der Boyd und ich, liebe Freunde. Wir fliegen heute 18 Uhr los. Wir haben jetzt kurz, 10.20 Uhr. Boyd muss noch Steuern machen. Ich muss noch 1000 Scheiße machen. Und packen müssen wir beide noch. Ja, also wir haben gestern spontan gebucht, aber hatten halt auch einfach Bock drauf, wirklich heute noch zu fliegen, weil wir auch dann zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zurück müssen. Und deshalb werden halt Mütter gefickt. Spaß. Ich habe jetzt noch einen Call mit meiner Managerin und mit Facebook. Da gucken wir mal, was da so geht. Da gehen wir jetzt rein. Geht in 6 Minuten los. Und dann geht's ab zum Flughafen. Was bringt es? Es bringt doch eh nichts, wenn ich hier so lange rumrede. Alter, komm. Wir fliegen zum Flughafen gleich direkt los. So, ich bin gar nicht mehr am Vloggen, habe ich gemerkt. Es wird langsam ernst. Hier wird gepackt, liebe Freunde. Da drüben genauso. Pack die Kondome weg, ich komme. Liebe Freunde, die wird auch gepackt. Also wir wollten in spätestens 30 Minuten eigentlich Uber zum Flughafen nehmen. Ich glaube, das schaffen wir auch, ne? Ja, 30 Minuten. Ja, schaffen wir. So, Leute. Köln-Bonn Airport. Wir wollten eigentlich sogar ursprünglich von Frankfurt fliegen, haben aber noch einen Flug von Köln gefunden. Schön regnerisch. Ab geht's rein da. Koffer sind abgegeben, liebe Freunde. Jetzt geht's an eine kleine Stärkung. Und ich habe eine richtig witzige Entdeckung gemacht mit dem Boy zusammen. Ich habe in meinen Koffer noch so ein Apple AirTag reingemacht. Kennt ihr das? Das ist wie so ein... Das kannst du mit dem Handy verbinden und dann weißt du, wo das ist. Also das machst du an deinen Schlüssel dran. Das machst du an den Rucksack, habe ich es gemacht. Liebe Freunde, und jetzt guckt mal hin. Hier, wo der Rucksack ist, also wo mein Finger ist, da ist der Flughafen. Und da, wo der Flieger ist, das ist mein Koffer. Mein Koffer ist einfach in Köln gerade auf der Autobahn. Also wir haben gerade keinen Plan, ob der irgendwie vielleicht nach Düsseldorf gebracht wird oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass unsere Koffer direkt nach Jakarta kommen und nicht nach Istanbul. Also die gehen direkt mit nach Jakarta. Also ultra funny, auf jeden Fall ist der auf der Autobahn. Das wird lustig, die zu verfolgen. Vor 50 Minuten war das da. Glaubt mir alle Pommes. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, welche Lektüre. Perfekt, liebe Freunde, die nehmen wir mit. Hi. Hallo. Ich habe mir noch ein Nackenkissen gezogen, weil ich empfinde das für wichtig. Ich kann leider kein Türkisch. Hier ist was für Mats, Kinder, Spiele für mich und wir hören natürlich Juju. Abonniert meinen Kanal, ciao. Was für eine Plastikverschwendung für Wasser? Ist das echt für Wasser? Ja, das ist Wasser. Hier ist der Nachtisch. Hier ist Vorspeise. Einfach so ein paar Gürkchen mit Mozzarella und Tomaten. Olivenöl, wichtig. Und heiße Brötchen. Heiß. Naja, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall mies reingehen da. Ich bin sehr gespannt, was Pasta ist. Aha. Guck mal, das ist am wärmsten, logischerweise, ne? Normal. Ja. Vorteile ganz hinten zu sitzen. Wir sind clever. So, Leute, Pasta. Mit Oliven, auf jeden Fall nicht vegan. Gut, dass es nicht mehr der Januar ist. Da haben wir Salat, warmes Brötchen, Nachtisch und einfach Wasser. 100 Capito. Und hier Butter, ne? Für Brötchen, lecker Butter. Also Leute, muss kurz sagen, ich weiß, weil es euch interessiert. Nachtisch 9 von 10. Brötchen 9 von 10. Hauptspeise 6 von 10. Was gab es noch? Salat 7 von 10. Wasser aus Plastikschale noch nicht probiert. 1 von 10. Der hat das gerade weggehext. Das sieht halt einfach falsch aus. Sieht aus, als würde man Currysoße trinken. Also bis jetzt ist unsere Experience bei Turkish Airlines Holzklasse 1A. Also, wir kuscheln uns jetzt zusammen. Gucken gemütlichen Film. Dann geht's in den Miles High Club noch. Wir haben's ja nicht, weil Toilette ist direkt hinter uns. Der Void hat richtig Lust. Da ist Klo, da ist der Void. Ja, okay, Leute. War ein Witzchen vom Fritzchen. Alle. Leute, ich habe gerade aus Mats seinem Vlog geklaut. Wenn ich einen Strike mache, müsst ihr die Glocke aktivieren, okay, Leute? Oh,
Oh, scheiße. Okay, Spare hat gerettet, Leute. Spare hat gerettet. So, Leute, wir befinden uns im Landeanflug. Da sind wir, da ist der Flughafen. Seht ihr das? Also 15 Minuten landen wir. So. Was geht, Leute? Wir sind gelabindet. Was krass ist, wir haben uns wegen allem Möglichen informiert, aber wir wissen nicht, ob es in der Türkei irgendwie so für... Sag mal, wie heißen wir? Wir passen noch, ne? Was? Wie heißt das, wenn wir nur einmal kurz bleiben? Transit. Ja, für Transit, ob man da auch irgendwie so eine App ausfüllen muss oder irgend so eine Kacke, wissen wir nicht. Leute, der ganze Flieger gehört uns. Guckt euch das mal an, das hier ist Business Class. Das sieht gar nicht so krass aus. Wir überlegen, ob wir Business Class hochbuchen, wenn wir nach Jakarta fliegen, weil das ist ein 11-Stunden-Flug. Und vielleicht kriegen wir günstig, vielleicht kann man günstig abstocken. Aber ich hoffe, dass die Business Class dann geiler aussieht als da. Wisst ihr, was ich meine? Egal, ich buche First Class. Ja, First Class ist krass, das ist ein eigenes Badezimmer, kannst du jederzeit essen. Ja, aber da müssen wir aber 6.000 draufzahlen oder so. Ja. Da zahlen wir für Flug 700. Wir können ja mal fragen, was First Class Upgrade kosten würde. Ja, wir fragen auf jeden Fall. Ja. Einfach aus Interesse, liebe Freunde. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier nicht wieder abgeschoben werden. Pinkeln und dass wir ins Land kommen. Ja, und wir brauchen WLAN, weil ein Megabyte Verbrauch kostet 99 Cent. Ich war vorhin auf Instagram und mir sah mal so voll die Videos angeguckt. Anders reingeschissen. Okay, also Dings, ne? Ich war Dings. Kannst du ja denken, ne? Ich war hinten, hab gefragt. Bruder, beschissenster Service meines kompletten Lebens, ne? Die haben 3 Schalter gehabt. Ich stand am ersten, der hat gesagt, geh zum nächsten. Ja, da musste ich mich beim nächsten wieder anstellen. Der geht zum nächsten. Dann stand ich beim letzten. Der hat dann irgendwie gecheckt, was ich will. Und dann habe ich so gesagt, ja, was kostet ein Business Class Upgrade? Kostet pro Person 800 Euro. Das ist so viel. Also hätten wir es vorher gebucht, nur das Upgrade kostet 800. Hätten wir vorher gebucht, wären 1000 Euro insgesamt gewesen. Also kein Rabatt, nichts, können wir knicken. Außer wir fragen Dings, wenn wir am Gate stehen. Macht aber keinen Sinn, ne? Hallo SOS, SOS, wir wurden abgezogen. Mats hat so 2 große Colas mit ein bisschen Schuss geholt. Für sage und schreibe ein einziges 23 Euro, ne? 46 zusammen. Nee, 43 sind es. Ah, also 43 Euro zusammen, 2 Drinks. Wir wurden einfach mies von hinten hochgehobelt. Und jetzt überlegen wir, ich will auf jeden Fall noch was essen. Die Preise fürs Essen sind aber okay. Und nächste Runde geht auf mich, deshalb dieses Video muss wieder gute Einnahmen reinspielen, liebe Freunde. Also bitte bis zum Ende gucken. So, meine lieben Kinder. Oh, thank you very much. Thank you very much. Bye. Boah, scheiße, ja. Das ist anders plain. Wir brauchen auf jeden Fall diese Ketchup-Systeme. Ach, die sind hier. Alles klar. Für 12 Euro geht natürlich besser, aber wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Leute, ich habe gerade ungefähr 1 Liter Jackie Cola getrunken. Ich bin anders voll. Hey. Wallah sogar. Also nicht, aber angesippt, sagen wir mal so. Der sowieso. Ich kann echt nicht verstehen, wie sich manche Leute hier Wasser bestellen. Verstehe ich nicht. Kann man als Alkoholiker nicht nachvollziehen. Ich brauche jetzt so einen Flughafen-Shuttle-Transport, Digga, nach Dings. Nach Gate? Nach Gate. Welcome on board this Turkish Airlines flight. We would like to draw your attention to the safety information you need to follow during... Also wir haben schon Dings voll Binde auf dem Flug gefunden. Boah, ich bin schon recht müde. Wir haben jetzt 2.40 Uhr in türkische Uhrzeit. Keine Ahnung, was das deutsche Zeit ist. Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich bin schon richtig durcheinander. Da drüben der Kollege, wir haben schon gequatscht, der wohnt in Jakarta, da wo wir jetzt hinfliegen und wo wir jetzt in Quarantäne gehen. Perfekt, Leute. We're ready. Ich hoffe, ihr seid's auch. War wieder sehr nice. Also Nudeln 8 von 10. Nachtisch 9 von 10. Apfelsaft 12 von 10. War einfach wie Dings. Frisch gepresster Apfelsaft auch aus Mats seinem Garten. Die Bohnen waren auch entspannt. Salat war auch besser als der davor. Jetzt überlegen wir gerade echt noch so eine Pulle Wein zu bestellen. Dann voll auf Wein reinzugehen, weil wir werden langsam müde. Wir haben noch 9,5 Stunden Flug vor uns. Wir überlegen aber jetzt noch einen Film 2 Stunden durchzuziehen, versuchen durchzuziehen, den zu gucken. Gebt euch mal das Wasser, dann zeigt mal das komplette Ding. Einmal. So weird. Das ist einfach Wasser. Wir haben auch schon so Schlappen bekommen und so, sehen übel fresh aus.
hallo und herzlich willkommen. Wir machen halt jetzt die Zähneputze auf dem Platz. Ich müsste dazu nicht aufs Klo gehen. Bei mir hin, sagen wir mal. Wir haben hier extra Schneckenschleim. Das kann man einfach schlucken. Ja, das ist eklig. Das ist eklig. Gehst du doch aufs Klo? Ich zieh das durch, ich will das ohne Toilette machen. Ich war ja gerade eh auf dem Klo. Ich nehme aber viel Schneckenschleim, ist umsonst. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Wir sind die einzigen Almans hier auf diesem Flug. Wir haben inzwischen 19 Uhr. Wann sind wir gelandet? 17.40 Uhr. Wir haben schon fast 2 Stunden nur in Schlangen verbracht und wir waren immer relativ weit vorne. Also ich will gar nicht wissen, wie lange die anderen vom Flug warten. Der Kollege, der neben uns saß, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, ne? Nee. Und jetzt geht's zum letzten Check. Das ist Visum abgeben und halt der wichtigste Check. Und danach geht's zum Baggage. Stell dir mal vor, die lassen jetzt nicht rein. PCR-Test, Baggage, alles umsonst. Alles. Sehr geisteskrass. Aber wir sind anständige deutsche Jungs. Bitte beachtet das. Wir sind durch, Leute. Wir sind tatsächlich drin. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe aber jetzt meinen Stempel in meinem Reisepass. Jetzt hoffen wir mal, dass wir direkt unseren Koffer kriegen. Ne? Hotel haben wir ein bisschen geguckt, dass wir ein bisschen was Hochwertigeres haben, Leute. Aber es war trotzdem gefühlt Arm neben Reich so. Also wir haben gerade so noch arme VW das gesehen. Ja. Und jetzt so einfach ein schönes Hotel. Ja. Jetzt mal gucken. Leute, ich muss nach da. Mats muss nach da. Leute. Hadi Yalla. Wir sehen uns in 5 Tagen. Ey, das Geist ist krass, ne? Das ist voll weird. Hier steht das ganze. Hier steht einfach schon Essen von den anderen Leuten. Essen draußen, Leute. Da kommen unsere Koffer. Okay. Hallo, ciao, ne? Leute, aber das sieht wenigstens crispy clean aus hier alles. Hier ist mein Zimmer. Oh, perfect, thank you very much. Das Problem, was ich habe, ich kann nicht umrechnen, wie viel ich trinke. Also ich weiß A, nicht wie viel man Trinkgeld hier gibt. B, wie viel, ich kann das nicht umrechnen. Und C, ich will halt nichts falsch machen, so, wisst ihr, was ich meine? Ich will dem nicht zu wenig geben, dass es dann disrespectful ist oder zu viel, dass der dann denkt so, hä, shit, dafür, das kriege ich an einem Tag, als Lohn. Deshalb kriege ich es voll nach Zigarettenrauch, ja? Kein Plan warum. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Fragen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Alles Mögliche, was ihr wissen wollt. Alles, alles, alles. Werde ich euch wahrscheinlich im nächsten Video beantworten, werde ich ein Q&A machen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Einschalten, danke, dass ihr am Start wart. Ich küsse eure Herzen und bis denne, Antenne. Auf Wiedersehen. Bis denne, auf Wiedersehen. Haut rein. Guck ich dann so tropisch. Guck ich dann so tropisch. Guck ich dann so tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck ich dann so tropisch.